Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Oh yeah, gehen wir es wieder an. Ich glaube, wir haben da vorne die Outlaw-Stadt gefunden und da möchte ich gerne hin. Jo, und in der Hoffnung, dass wir noch vielleicht einen Teleporter finden, werde ich mal zuerst hier diesen Satelliten da anschauen. Vielleicht ist hier zufälligerweise... Ich bin so doof. Das ist alles Schikane. Ja. Ich bin doof. Die habe ich vergessen. Beziehungsweise dachte ich, die wären nicht hier. Die sind ja eigentlich weggelaufen, ne? Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir da nicht rein. Noch nicht. Trotzdem hätte ich gerne einen Teleporter. Aha, das ist wieder so ein Todesviech. Naja, vielleicht haben wir Glück beim Eingang. Weil wenn wir uns an Goliath erinnern, da war ja auch in der Nähe vom Eingang ein Teleporter. So, da haben wir einen Aasfresser. Ich hoffe, dass wir den erlegen können. So, hallo. Da kommt es angelaufen, das Viecherl. Und zack. Au! Das ist narrisch. Da fliegen aber gleich mal die Federn. Alter. Alter. Juras, du darfst auch mal. Wow. Juras? Hau drauf! Duras? Alter! Geht ja! So macht man das, Freund! Draufhauen! Hat er keinen Bock gehabt, wahrscheinlich. So! Oh nein, nicht schon wieder ein Schakal. Ach, aber es ist, glaube ich, nur einer. Na, nicht da will ich nicht drauf speichern. Entschuldigung, hier. Hier würde ich gern drauf speichern. Ja, bitte. Ach du liebe Zeit. So. Ein Schakali, bitte. Wo rennt der hin? Der Schakal hat einen Schadendach. Au. Alter. Auf die 12. Arme Kuras. Ja. Ich werde noch ein bisschen Fleisch verknuspern. Hoffe ich. Oder auch nicht. Was macht der jetzt? Der ist aber hartnäckig. Alter. Okay. Lebt du das noch? Jo. Scheiße. Ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Ich kann ja nichts. Du musst mir den Rücken frei halten. Das ist immer nicht begriffen. Das ist ein Frust, echt. Au. Ich muss wegfliegen. Oh je. Ja, ja. Immer auf die Schwachen, ne, du Mistviech. Ja, unglaublich. Immer auf die Schwachen. Ja, zum Glück haben wir gespeichert. Trotzdem. Mistviech, elendiges. Immer die Bombe, hoppala. Naja, wobei. Wir haben. Ah, da haben wir noch mehr eine. Oder? Ich darf nur eine schmeißen. So könnte es gemeint sein. Egal. Boah, dieses Viech da unten. Ich will hier noch ein bisschen ausweichen. Vielleicht finde ich noch inzwischen einen Teleporter an. Das würde mich freuen. Da müsste doch bestimmt auch einen geben. Ich denke mir mal zu jeder Hauptstadt einen, oder? Da haben wir zumindest mal Schrott gefunden. Aber wirklich nur Schrott. Für uns ist da nichts Wertvolles.
Tap, 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 tap. Da stiefelt unser Held herum. Da wäre noch so ein Aasfresser. Den könnten wir uns auch noch schnappen. Der wird sich auch noch rentieren. Ich helfe dir. Das wäre sehr nett. Ja, nicht hüpfen, das heißt angreifen. Ah, zack. Au. Du das, ist da hinten. Das Viech ist da hinten. Opa. Ausweichen. Ui. Du das, du darfst. Alter. Ich habe schon bald keine Tränke mehr, glaube ich. Ah, hin ist er. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann man was essen? Oder bin ich satt und darf nichts mehr essen? Oh doch, das geht schon noch. So, her mit deinem Zeug. So geht's auch. So, was haben wir da? Das schaut wieder ungesund aus. Ist das so eine Art Mine? Oh, ja. Meine Güte, das sind überall Viecher. Schrecklich. Schrecklich. Mit Sch. Dab, 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 dab. Da vorne ist unser Freund wieder. So, ich werde wieder speichern. So, dann probieren wir es halt nochmal. Er gibt halt leider Gottes Erfahrungspunkte, die ich brauche. Besser gesagt, die wir halt brauchen. Aber ich will zuerst schauen, ob wir vielleicht hier doch schnell einen Teleporter finden. Aha. Ah, Ray. Okay, da hätten wir Ray. Aber keinen Teleporter. Vielleicht ein Stückchen weiter drinnen. Ah, da ist er ja. Da-da-da. Sehr gut, jetzt bin ich beruhigt. So, jetzt bin ich beruhigt. Ich glaube, das werden wir auch speichern. Ich meine, es wird automatisch gespeichert bei solchen Sachen, aber dummes halt sicherheitshalber. Dann können wir uns noch dem Schakal widmen und dann gehen wir mit Ray in die Stadt. Oder wo er auch immer er hin möchte. Gell, Ray? Ja. Tap, 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 tap. Wo kommen die jetzt her? Sind das jetzt Outlaws oder sind das jetzt... Ich werde sterben. Ein Händler. Servus. Hallo, Fremder. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, bevor du weiterziehst, bin ich genau dein Mann. Na dann, zeig her. Was hast du anzubieten? Alles, was dein Herz begehrt. Erfahrungspunkte, Level-Ups, Fähigkeiten. Ah, na, das nicht. Ist klar. Eine Zahnaxt. Ja, könnten wir bald mal führen. Ein Schrottschild. Mechanikermütze. Plus 2 Rüstung. Sonnenbrille, praktisch. Na super, sowas kostet ein Vermögen. Ja, weil es cool ausschaut. Ne? Ist immer so mit diesem Mock equipped, ne? Ja. Ein Schlachterhemd. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Konstitution. Oh, ja. Schrottsammlerhemd. Er hat ein bisschen schlechte Jägerrüstung. Die wäre ein bisschen besser als das, was wir hätten. Schlachterhose. Da haben wir schon was Gleichwertiges. Lebenssaft. Also das hört sich wieder komisch an. Aha, weil es ein Steam ist. Deshalb eine Droge wieder. Und der Effekt ist eben, bewirkt eine Zeit lang die Regeneration der Lebensenergie. Reines Elex, pures Mana, Krallen, Zähne. Ach du liebe Zeit. Hast du zufällig... Haben wir wie viele Dietriche? Haben wir?
keine Ahnung, wie viele Dietriche wir haben. Nehmen wir die mit? Sicher, sicher. Fackeln, glaube ich, haben wir noch genügend. Anleitung, Amulett der Tarnung. Ach so. Also Goldschmied müssen wir sein. Damit lässt sich ein Amulett herstellen, das Gegner erst später angreifen lässt. Ach, das ist aber gar nicht so unblöd, muss ich sagen. Da werden wir, glaube ich, auch ein paar kaufen. Wie viel Geld haben wir? Oh, hätten wir sogar ein bisschen was. Wie viel wird das kosten? Ach, das geht. Plasmazelle für die Plasmawaffe. Presslufthammer haben wir schon. Ja. Was haben wir denn noch da? Also das ist nur untersortiert, ne? Also so Lebenssaft, Schwefelbrocken. Ich hatte gehofft gehabt, dass er irgendwie solche Heiltränke hätte, ne? Hätte Fahrradkette, aber das hat er nicht. Das ist lustig, Handgranate. Wird geworfen und tut weh. Ach, ne. Was du nicht sagst. Zahnaxt, ja, die wäre halt schon nicht schlecht. Die wäre auch leistbar. Sollen wir uns die mal gönnen? Also mitnehmen? Aber viel Schaden macht die nicht. Da war es gleich bei den Berserkern besser, oder? Lassen wir es mal. Wir können sie eh nicht führen, da ich ja unsere Fähigkeiten anderweitig verbraucht habe. Also unsere Erfahrungspunkte. Unsere Lernpunkte. Liegt da was? Elektroschrott. Ja, passt, nehmen wir mit. Begrüße, Ray. Hey Mann, keine Minute zu früh. Die Kerle da oben haben mich schon gesehen. Wenn wir Pech haben, machen sie Meldung und wir haben die Kopfgeldjäger am Hals. Wer ist wir? Ach, komm schon, lass den Quatsch. Die Typen machen keine Gefangenen. Was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? In dem Drecksloch da oben gibt es einen Kerl namens Wyatt. Der Hund hat hier im Fort einige meiner Steckbriefe verteilt. Ich werde ihm mal einen Besuch abstatten, während du dich im Hintergrund hältst. Ich habe eine bessere Idee. Ich spreche mit Wyatt und du bleibst in der Nähe. Also gut, wie du willst. Ich gehe vor. Sagte ich nicht gerade... Komm schon, lass uns nicht streiten. Wir müssen schnell machen. Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Wenn mich die Kerle hier erkannt haben, kriegen wir eventuell Probleme, also pass auf. Ja, ist schon gut. Wir können das. Ist ja furchtbar. Hallo, die Herren. Wen haben wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land. Wenn du dich im Fort frei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Alles klar? Kriegen wir für die Summe wenigstens was geboten? Nein, aber ich kann dir auch auf die Schnauze hauen, wenn dir danach ist. Aha, der traut sich vielleicht was. Komm, bezahl den Mann. Ach. Hier sind die Splitter, ich will jetzt vor. Von mir bekommst du gar nichts. Ich hab dich schon bezahlt. Haben wir das schon? Mist. Na gut, dann. Hier sind die Splitter. Alles klar, dann geh mal durch. Arschloch. Gib mir einen groben Überblick über das Vor. Wie denkst du über das Alex? Machen wir mit dem Überblick. Gib mir einen groben Überblick über das Vor. Was willst du von mir? Du sollst mir sagen, was ich über das Vor wissen muss. Ach so, sag das doch gleich. Also, wo fange ich an? Ja genau, bei Baxter. Baxter war der Erste, der das Vor in seine Form gepresst hat, wie du es heute hier vorfindest. Vorher war das einfach nur eine große Ruine, wo jeder in die Ecken gepisst hat. Aber er hat mit ein paar Arschtritten das Ding in eine riesige Wehranlage umfunktioniert. Erzähl weiter. Ach ja, einer der alten Gefolgsleute von Baxter hat ihm die Macht entrissen. Und dieser jemand ist der Duke. Und der sitzt jetzt seinen fetten Arsch auf dem Thron breit. Aber uns geht's nicht schlecht unter seiner Führung. Wenn man ihm und seinen Leuten nicht in die Quere kommt, kann man gut leben. Was muss ich über die Hauptleute wissen? Was muss ich über die Hauptleute wissen? Ihre Namen reichen für den Anfang. Matt Bob, Chloe, Blake und Big Jim heißen sie. Wie sie drauf sind, wirst du erfahren, wenn du mit ihnen quatscht. Aber sie hecheln dem Duke schon lange nicht mehr so treu hinterher wie früher.
Tu dir trotzdem selbst einen Gefallen und kack seine Familie nicht an. Da kriegt er sofort Pickel. Ach ja, dann ist da noch Nasty, die Zwillingsschwester vom Duke. Das härteste Weibstück hier. Sie kontrolliert die Außengebiete und steht so gar nicht auf duckmäuserische Schwätzer. Also, gesünder für dich, wenn du ihr nicht auf die Nerven gehst. Mhm. Wie denkst du über das Alex? Wie denkst du über das Alex? Es ist der Treibstoff für den nächsten Trip. Wir vermengen es mit anderen Substanzen und fertigen so unsere Stims. Manche werden zwar abhängig von dem gepanschten Mist, aber ich habe es unter Kontrolle. Hm. Wenn das Klerikerpack oder die Berserker denken, sie hätten ein Anrecht auf das Elex, dann irren sie sich. Wir sind die Einzigen, denen es zusteht. Mhm. Und ganz im Vertrauen, dass der Konverter vor unserer Haustür steht, hat auch seine Vorteile. Die meisten Menschen, die ich kenne, fürchten sich vor den Alps und ihren Maschinen. Sympathisierst du mit den Alps? Oben. Die meisten Menschen, die ich kenne, fürchten sich vor den Alps und ihren Maschinen. Natürlich geht mir der Stift, wenn sie hier patrouillieren. Aber das meine ich nicht. Soweit ich weiß, stopfen sie ihren Konverter voll mit allem, was Elex enthält. Wenn diese gefühlskalten Arschgeigen also schon so eine Vorarbeit leisten, sollte man sich das zu Nutzen machen. Hat sich das Ding also vollgesogen wie eine Zecke, ernten wir das Elex einfach ab. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Duke nur ihr Spiel mit ihnen treibt und darum noch untätig bleibt. Unsere Granaten werden ihre Ärsche schon nach Xakor zurückkatapultieren. Und die Menschen, die im Konverter verenden, interessieren dich nicht? Nein, was kümmert mich ihr Schicksal? Alter. Ich sehe nur den Profit, den ich aus ihnen schlagen kann. Mehr nicht. Also wenn Spike. Ja. Ne? Und wo ist deine Buffy? Also ganz ehrlich, wenn die alle so sind bei den Outlaws, die sind nichts für mich. Ich bin Mach da viel schon. Zu liebe Haut für sowas. Als ich mal echt einen Outlaw zu packen bekommen habe, hat er mir ein paar Takte über das vorerzählt. Und was hat er dir gesagt? Nichts Interessantes. Ich hätte wohl mehr erfahren, wenn ich ihm nicht die Zähne vorher ausgeschlagen hätte. Bist du ein Trottel? Ist ja Katastrophe. So ein Depp. Oh, Goldbrocken. Und ein Dietrich. Und hör mit. Es steht nicht drauf, dass es ein Diebstahl ist. Also, ein Outlaw bei einer Werkbank. Ein Waffenhändler. Gut, dich zu sehen. Die haben alle so coole Sonnenbrillen. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Ein Kettenschwert. Schau, das könnte man bald führen. Oh mein Gott, das ist ja ein bisschen stärker als das, was wir haben. Na gut, ich hab nichts gesagt. Weh, das ist ja armselig. Einfaches Kettenschwert der Outlaws. Was ist ein Reaper? Zweihandwaffe. Holla, die Waldfee. Ah ja, das hat schon ein bisschen mehr drauf, ne? Meist ist traurig. Wir können uns nichts kaufen, weil wir nichts können. Ah, ich bin echt überlegen, ob ich wenigstens das Kettenschwert mitnehme. Harpunen gibt's auch. Fernkampfwaffen. Ja gut, also mit dem... Ich glaube nicht, dass man die mit dem Dings abfeuern könnte, aber eine Armbrust. Ach so, und das ist der Aufsatz dafür. Also die Harpune mit der Armbrust, oder wie? Aha. Boah, die könnten wir echt führen. Schau mal. Was haben wir denn eigentlich? Setzerbogen. 118 Damage. Sehe ich das so richtig? Schaden 34. 118 Pfeile haben wir, ne? 34 Damage macht der Schmarrn und die Armbrust. Mit der Harpune 31. Ah ne, da ist unser Waffel besser. Aber Sprengschleuder, die wäre auch, boah, die ist teuer. Da können wir eh nicht führen. Habe ich nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. So, wir nehmen natürlich den Heiltrank mit. 12, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich würde mal sagen, 10 reichen voll und ganz. Jetzt sind wir eh pleite. Und ich wollte was verkaufen, glaube ich. Was hätten wir denn so im Angebot? Das Kriegerschwert wäre halt auch cool zu führen, ne?
Schrottsammlerhut, hoppala, habe ich vergessen anzuziehen. Ring der Lebenskraft. Der ist so schwächer als das, was wir haben. Ich glaube, dann können wir hergeben. Zwei Ringe dürfen wir eh nicht tragen. Also, vierte Gott. Und dann, was haben wir noch Schönes? Eine Flasche Wein, die wäre sogar was wert. Habe ich nicht Wein extra eingekauft, um Leuten quasi damit ja, zu bestechen oder ja, zum Reden zu bringen? Ich glaube, ne? Was hätte man sonst noch? Großes Heilkraut, Heilkraut, Kraut und Heil, Nordränkchen, kleine Heilpflanze, eine Seerose. Gesundheit, ja, da kann man sich, ich hoffe, dass man daraus was Tolles brauen kann. Ich suche gerade verzweifelt nach irgendwas, was wir verkaufen können. Krallen schauen nicht schlecht aus, ha? Wenn wir da jetzt das sagen, wir tun 40 weg, bei die Zähne würde ich sagen 75, oh, da kommt schon was zusammen, Knochen haben wir auch, da tun lassen wir auch 5 zurück, so, bisschen Krallen, von mir aus kannst du noch 2 haben. So, bitteschön. Dann Elektroschrott, bin mir nicht sicher, ob man den nicht eventuell verarbeiten können. Das würde ich ungern wegschmeißen. Altes Flugblatt kann er 1 haben. Jeweils 1, meine ich. So, was haben wir da? Einen Hammer von mir aus, die Verbandstasche. Das ist eh Krempel. Da kann er von mir aus 4 haben. Auch der gute Teller kann er 5 haben. Da kann er was haben. Ich halte mir überall ein Stück zurück oder so. Das wird nochmal schon passen. So. Geldbündel. Bei dem Geldbündel bin ich mir nicht sicher, ob wir vielleicht wirklich noch einen Sammler finden werden. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Ich glaube, wir können das so lassen, oder? Passt. Boah, der Party schwört zu Ende mit Überlänge. Entschuldigung vielmals, ich habe schon wieder darauf geachtet. Na gut, wir sind im Outlaw-Lager angekommen. Hip hip hurra. Was bist du? Gemischtwarenhändler. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bill Shopman hat noch keinen geschadet. Und ja, dann würde ich sagen, werden wir dann Ray begleiten tun. Also ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!